Die aktuellen Promi-News im VIP-Ticker, bleiben Sie mit dem Live-Ticker von VIP.de immer auf dem neuesten Stand und erfahren Sie alle aktuellen News über Ihre Lieblingspromis. Kompakt auf einen Blick fassen wir für Sie die wichtigsten Ereignisse des Tages im VIP-Ticker zusammen. Jessica Paschka und Johannes Haller heiraten im Zillertal, die Hochzeitsglocken läuten für Jessica Paschka und Johannes Haller. Die ehemalige Bachelorette und ihr damaliger Zweitplatzierter geben sich heute im Zillertal das Ja-Wort. Für diesen besonderen Tag hat Jessie Paschka gleich mehrere Traumkleider ausgewählt. Einen kleinen Blick auf die romantische Robe und ihre Brautschuhe gewährte der Reality-TV-Star in seiner Instagram-Story. Ob kurz nach dem Post das Brautkleid gleich zum Einsatz kam, Melanie Müller knutscht wieder mit anderem Mann. Eindeutige Bilder. Nachdem Melanie Müller bereits vor einigen Wochen knutschend mit einem Leipziger Unternehmer abgelichtet wurde, ging ihre Ehe mit Partner Mike Blümer endgültig in die Brüche. Jetzt wurde die Ballermann-Sängerin schon wieder mit dem angeblich guten Bekannten, beim innigen Küssen erwischt. Den Kuss und wie Melanie Müllers noch Ehemann Mike darauf reagiert, sehen Sie bei uns im Video. Bestseller-Autor Sebastian Fitzek hat sich verlobt. Der berühmte deutsche Autor Sebastian Fitzek und seine Lebensgefährtin Linda werden nächstes Jahr heiraten. Das gab der Schriftsteller nun in einem Podcast bekannt. Für Sebastian Fitzek ist es nach der Trennung von Ex-Frau Sandra im August 2019 bereits die zweite Ehe. Mit seiner Verlobten Linda hat der Bestseller-Autor einen gemeinsamen Sohn, der Anfang des Jahres zur Welt kam. Jimmy Blue Ochsenknecht Jelis KOC, Liebescomeback zu Weihnachten, der erbitterte Streit zwischen Jimmy Blue Ochsenknecht und Jelis KOC scheint Geschichte. Mittlerweile haben sich die Eltern der kleinen Snuela nie wieder vertragen und ziehen für ihre Tochter gemeinsam an einem Strang. Bedeutet das auch ein gemeinsames Weihnachtsfest oder gar ein Liebescomeback für die kleine Familie? Sehen Sie Jimmy Blue Ochsenknechts Antwort im Interview. We'll be right back.